So, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute Fingerfood vom Bacon, Mett und der Kartoffel. Also wir haben feine Dynamitstangen mit Bacon und Barbecue-Soße. Wir haben eine Bacon French Roll mit Bacon und Toast und Frischkäse. Und wir haben eine klassische Kartoffel mit Salz, Butter und Sour Cream. Also viel Spaß dabei. So, wie eben schon gesehen, machen wir heute ein bisschen Fingerfood. Was für die Männer unter euch, Männern. Wir haben heute Hack hauptsächlich. Ich zeige euch das mal. Warte, so, zack. Wir brauchen heute das Hack. Dann haben wir ein paar Peperonis, ein bisschen Honig nachher für eine Marinade, ein bisschen Barbecue-Soße, Käse zum Gratinieren und zum Füllen auch. Sandwichscheiben brauchen wir nachher noch, Cannellonis, ein bisschen Frischkäse, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Gewürze, so das, was ihr am liebsten mögt, wie euer Hack am liebsten esst. Zwei Eier brauchen wir und ich habe mich heute dafür entschieden, nicht zu räuchern, aber wir haben ein bisschen geräuchertes Olivenöl, damit kriegen wir auch ein bisschen Rauchgeschmack an das ganze Geschichte. Da könnt ihr aber auch Rauchsalz nehmen oder Liquid Smoke oder was auch immer ihr habt. Und dann Hauptdarsteller neben dem Hack ist Bacon. Wir werden heute eigentlich alles mit Bacon machen. Bacon ist immer gut. So, wir fangen an mit unseren Dynamitstangen. Unsere Dynamitstangen hört sich spektakulär an. Ist es am Ende im Mund auch. Und zwar nehmen wir dafür Cannellonis, die wir mit Hackfleisch füllen. Oder mit einer Hackfleischfüllung versehen und dann eine kleine Zündschnur dran basteln. Das mit Bacon umwickeln. Macht die ganze Sache lecker und dann werden wir das grillen, so circa eine halbe Stunde und dann mal schauen, wie es ist. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, je nachdem, wie dick eure Cannellonis sind und wie viel Flüssigkeit im Hackfleisch ist. Das werden wir heute mit Käse versuchen hinzubekommen, dass es schön fettig und matschig ist, dass die Nudel auch ordentlich was zum Aufsaugen hat. Genau, damit fangen wir jetzt mal an. Euch umgeschoben, weil ihr habt mich da eben schlecht gesehen und jetzt seht ihr mich besser. Wir waren eben beim Hack stehen geblieben, das haben wir quasi gemixt, Lauchzwiebeln drin, Gewürze, bla bla, habe ich alles erzählt. Jetzt machen wir ein bisschen Käse rein. In dem Fall nehme ich jetzt hier den Pizzakäse mit Cheddar. Das ist ja auch ein bisschen, also ich bin ja nicht so der Käse-Fan, aber da gehört es wegen der Flüssigkeit, wegen dem matschigen Gefühl brauchen wir das heute. Perfekt. So, dann haben wir unsere Dynamitstange am Ende. Die werden wir jetzt füllen mit der Hackfleischmasse. So, jetzt haben wir alles fertig gefüllt. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Jetzt wickeln wir die Geräte ordentlich ein. Die sind fertig gerollt. Da sind sie. Unsere Dynamitstangen sehen erstmal noch unspektakulär aus, weil die natürlich noch nicht kross sind, noch nicht glasiert, noch gar nichts. Wenn ihr das auf einem Kohlegrill macht, dann ist es eigentlich egal, dann könnt ihr es indirekt grillen. Also ihr macht links und rechts Kohle hin, in der Mitte die Röllchen oder nur eine Seite Kohle, der Rest die Röllchen. Wenn ihr es aber auf dem Gasgrill macht, wie wahrscheinlich die meisten von euch, dann ist es clever, ihr macht eine Schale unten drunter, weil durch das Fett, was das schon sehr fettig ist, der Käse, der Bacon, das Hackfleisch, da wird viel runtertropfen und das habt ihr dann alles im Grill und das brennt und ja, ist es semi schön irgendwie. Nehme ich euch mal mit. So. Nehme ich euch mal mit. So, dann habt ihr die da auf den Rost und ich habe jetzt links und rechts angemacht, halbe Kraft, das reicht, dann hat er so 180-200 Grad. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen runterdrehen nachher, das schauen wir mal. Und dann legen wir die Dinger drauf. Und dann seid ihr damit eigentlich im ersten Step schon mal durch. Klappe zu und in 20 Minuten gucken wir mal rein. So, in der Zeit, wo unsere Bacon Rolls im Grill vor sich hin grillen, machen wir Bacon French Rolls. Das ist quasi, eben habe ich den Einwand gekriegt, das arme Ritter mit Bacon und Frischkäse. Im Prinzip ist es auch so. Also ihr nehmt eure Toastscheiben, hier Sandwich Toast, schneidet die Ränder ab, rollen wir jetzt diese Toastscheiben gleich so platt. Richtig schön die Luft raus, dass sie so richtig schön matschig sind. Richtig schön dünn, perfekt. So, einmal richtig schön dünn
presst. Da kommt unser Frischkäse drauf, den wir eben gerade angerührt haben. Nicht, machen wir jetzt. Also wir nehmen unseren Frischkäse. So, das haben wir gemacht. Dann nehmen wir den Frischkäse, schmieren ihn dann drauf. Ich tippe jetzt mal so, also so, dass es sich halt schmieren lässt. Ne? Also ein Esslöffel ungefähr. Das könnt ihr jetzt einfach so rollen oder ihr füllt das noch mit irgendwas. Da wir ja heute Hack vorbereitet haben, füllen wir das am besten mit Hack. Ja. Das macht die Sache noch ein bisschen leckerer. Ja, und zwar, das ist nicht viel, weil so einfach nur so in die Mitte machen wir so eine ganz dünne Schicht, im Prinzip wie der Frischkäse. Das ist quasi wie so ein Zwiebel-Mett-Toastbrot, platt gepresst. Was anders ist das nicht. Wir machen mal drei mit und drei ohne. Hier haben wir unser Ei, das quillen wir ein bisschen durch. Fertig. So, und jetzt rollen wir das Ding. Wie so ein Wrap, also ruhig ein bisschen Druck ausüben, das ist schön. So. Den ziehen wir einmal hier durch. So eine ganz dünne Eischicht, nicht mehr, nur ganz dünn. Dann wickeln wir das ein. Zack. Bacon French Roll, fertig. Das machen wir jetzt mit allen und dann gucken wir mal nach unseren Dynamitstangen und legen dann gleich die anderen Geräte drauf. Da sind unsere Dynamitstangen, die ihr unschwer erkennen könnt. Das sind jetzt ungefähr so 20 Minuten. Der Grill hatte, wie gesagt, wie auch geschätzt, 180 Grad. So, jetzt haben wir noch mal 10 Minuten gewartet. Die sehen eigentlich schon ziemlich gut aus. Jetzt werden wir die ganze Geschichte glasieren mit der Barbecue-Soße eurer Wahl. Wir werden ihn jetzt ein bisschen heißer machen, den Grill. Ich denke mal so 240, 250, 5-6 Minuten warten wir mal. Ich glaube, dann ist es schon eigentlich Endstadium unserer Dynamitstangen. Und wir müssen aufpassen, dass sie nicht explodieren. Also rausnehmen und essen. Also bis gleich. So, kommen wir zu unserer Beilage. Ich habe eine Testkartoffel schon durch. Und zwar nehmt ihr einfach handelsübliche Kartoffeln, 12 cm in der Länge, 4,5 in der Breite. Stecken wir da so einen Schaschlikspieß rein. Unfallfrei am besten. So, Kartoffel mittig. Und dann nehmt ihr ein Messer, irgendein kleines Küchenmesser und schneidet quasi wie so eine Spirale die Kartoffel. Ihr könnt die auch auf dem Boden einfach liegen lassen und die Kartoffel drehen. Und dann habt ihr am Ende so eine spiralförmige Geschichte. So, jetzt gucken wir mal unsere extremst tollen Dynamitstangen an. Ja, das sieht schon echt super aus. Die Soße kocht richtig vor sich hin. Also die ist wirklich richtig eingezogen, richtig reduziert. Das schmeckt und sieht hervorragend aus und schmeckt bestimmt auch super. So, holen wir die guten Dinger mal vom Grill. Und tada, unsere Dynamitstange. Wenn wir sie mal schneiden. Und wie ihr seht, die Nudeln ist richtig aufgeweicht. Richtig weich, nicht mehr knusprig. Könnte besser nicht sein. Super. Man merkt den Käse. Ein bisschen heiß. Man hat den Käse, die Nudeln hält es einfach super zusammen. Das Hackfleisch super saftig, die Soße macht es so süß. Also schon, ja, schon gelungen auf jeden Fall. Mal schauen, wie der Rest wird. So, unsere Kartoffeln haben wir geschnitten und die reiben wir jetzt
vernünftig, richtig schön kräftig mit Salz ein. Und die Kartoffel, die nimmt so viel Salz auf, da kann ruhig richtig Salz dran sein. Das, um das ein bisschen zu vereinfachen, nehmen wir ein bisschen unsere Butter. Die habe ich eben schon mal im Grill ein bisschen zerlassen. Die nehmen wir da, machen die drauf. Dann bleibt das Salz ein bisschen besser haften. Nachher nehmen wir die auch immer mal, um die Kartoffeln nochmal neu zu glasieren im Grill. Ja, einfach ja, Kartoffeln und Butter, das passt einfach hervorragend zusammen. Fehlt eigentlich nur Salz und das machen wir jetzt. Also ein bisschen Salz noch drauf. Das sind jetzt so Salzflakes hier, die sind nicht ganz so salzig, wie es jetzt aussieht. Also man könnte denken, boah, das ist voll versalzen. Ist es aber nicht, die sind, nicht so salzig, wie es aussieht. Das sind so Meersalzflocken, die sind sehr mild, ja, die kann man echt super für die Kartoffeln nehmen. Das jetzt schmeckt nachher genial. So, höchstwahrscheinlich schmeckt es genial. So, hier haben wir unsere French Rolls drin. Die sind jetzt ungefähr 5-6 Minuten drin. Da ist noch nicht so viel passiert, die lassen wir einfach weiter vor sich hin grillen. Und hier legen wir die Kartoffeln oben drauf. Das ist eigentlich ziemlich simpel, da brauchen wir gar nicht groß was machen. So. Immer noch weiterhin links und rechts an, in der Mitte ist aus. Das sollte ausreichen. Genau, also hier brauchen wir nicht viel machen. Ich würde sagen 5, 6 bis 10 Minuten. Gucken wir nochmal an, dann können wir die hier auch drehen. Und dann sind die Kartoffeln vielleicht auch schon so ein bisschen, haben die auch schon so ein bisschen Farbe bekommen. Fangen langsam an gar zu ziehen durch das Salz, so durch die Butter und durch die Hitze natürlich. Und dann können wir die nochmal glasieren. Vielleicht ein bisschen Knoblauch, Butter, Kräuterbutter, wo ihr Bock drauf habt. So, das waren unsere Bacon French Rolls und die Kartoffeln, die haben wir jetzt auf dem Grill ungefähr eine Viertelstunde. Die sehen schon echt klasse aus, aber sind noch ein bisschen fest. Ich habe eben mal gedrückt, die sind noch ganz schön fest, also die sind noch nicht zum Verzehr geeignet sozusagen. Wir machen noch mal 5 Minuten zu und dann ist es auch an der Zeit, die French Rolls zu glasieren. So, unsere French Rolls sind auch fertig. Sehen im Prinzip genauso aus wie unsere. Wir können ja mal parallel dazu eine Dynamitstange halten. Tada! Ein ähnliches Produkt. Wollen wir mal schauen, ob es auch ähnlich schmeckt. Wir haben zwei verschiedene ja gemacht. Wir haben einmal die mit dem Hackfleisch, die werden wir jetzt mal aufschneiden. Die fühlt sich auf jeden Fall schon wesentlich weicher an durch dieses Brot. Ah, also. Nee, diese ohne Hackfleisch, siehst du? Die ist ohne Hackfleisch. Das ist nur Frischkäse. Der Toast richtig voll gesaugt mit dem Käse. Und dem Bacon. Und dann haben wir die mit Hackfleisch. Und Frischkäse. Mal gucken, wie die aussieht. Da sehen wir eine ganz kleine Hackfleischfüllung. Die werden wir jetzt auch als erstes testen. Kommt schon raus. Richtig saftig. Also. Finde ich was noch besser als die Nudelgeschichte vorhin mit dem. Da muss ich gleich noch einen nehmen. Sehr heiß. Dann warten wir noch auf unsere Kartoffeln. Oh, die grillen da vor sich hin. Machen wir schnell wieder zu. Die grillen noch so 5-6 Minuten. Nochmal eine schon mal angebrochen, die eine. Und dann so lange essen wir die Dinger auf. Jawohl. So, jetzt zum finalen Shot sozusagen. Wir werden uns unser Kartoffeln widmen, die sehr heiß ist. So, das sind die fantastischen Kartoffeln, ihr seht sie hier. Die sind richtig schön knusprig und lecker. So, dann machen wir ein bisschen Sourcreme drauf. Und so habt ihr ein fantastisches Fingerfood. Fantastisches vegetarisches Fingerfood, so rum. Wenn ich es hier mal so runterpellen. Jetzt verbrenne ich mir schnell den Mund. Cool. Fantastisch. Okay. Einfach und gut. Das können wir echt machen. Eine Kartoffel, ein bisschen Salz, ein bisschen Butter, das 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Grill. Hervorragende Beilage auch zum normalen Grillabend. Wenn du ein Steak isst oder so, ist es echt klasse. Also da können wir, das kann man eigentlich nicht besser und nicht einfacher machen. Also schönen Dank fürs Zugucken. Wir haben uns zwar was Einfaches, aber doch sehr Leckeres gemacht. Mit der Kartoffel, den Dynamitstangen und den French Rolls mit Bacon.
und Barbecue-Soße. Ja, drei echt klasse, leckere Kleinigkeiten für zwischendurch. Lasst es schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Also sage ich, was sag ich denn? Also, so ist jetzt schlechter. Ja, so ist besser, ne? Also entweder Schatten oder Sonne, aber nee, okay, rennt mal so vorher und ja, dann hat es immer so ein Flackern. Dann mach ich das so. Genau. Bleib stehen. Ja, die Wäsche, das ist klassisch, wir haben immer Wäsche im Hintergrund. So, Abspann die siebte. Ja, genau.